erstmal einen kräftigen Schluck auf die AfD. Prost! Ah, das hast fast so gut getan wie die Wahl gestern. Ne? Ah, die Landtagswahl da. Wo sie jetzt so einen neuen Landtag haben in Sonneberg. Und dann von der AfD. Ja, was heißt denn das jetzt? Na, im Intro, geh mal los, ne? Rechter, guck dir doch mal die ganzen Kommentare bei Twitter und Instagram an von den Altparteien, was die da alle vom Arm verreißen. Sogar jetzt muss so hundertprozentig verboten werden, die AfD. Ja, man kriegt's ja nicht klein, also müssen wir sie verbieten. Demokratisch verbieten, ne? 6-1 oder 5-1. Ach, halt doch mal die Klappe. Ach, hab ich ganz vergessen. Hallo, Leute, ich bin's, euer Knollte. Ja, ah, wo ich das gehört habe, dass da mal einer von der AfD gewonnen hat. Das ist ja super, absolut super, Bombe. Ist mir sogar ein extra Video heute wert. Eigentlich bin ich ja da so gar nicht für, weil ich komme ja so mit der Maloche gar nicht hinterher hier mit den Videos, ne? Aber was tut man nicht alles? Also, da hat der Mann doch tatsächlich gewonnen. Haus hoch gewonnen. Und jetzt ging die Altpartei... Richtig schön Muffe. Richtig schön Muffe. Weil jetzt merkt auch der kleine Schlafmichel, der eigentlich nur zu bezahlen da ist, dass das gar nicht so schlimm ist, was sie über die AfD erzählt haben. Ne? Wir werden Fackelzüge marschieren, es wird Krieg geben. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, was haben sie nicht alle gesagt, wenn da so ein AfD-Muff drankommt? Was dann alle passiert. Jetzt sind wir mal alle fies gespannt. Ja, was passiert denn? Sag ich dir, es passiert, dass die Leute, die bis jetzt ARD und ZD doof geguckt haben und denen alles geglaubt haben, vielleicht, aber auch nur vielleicht, so langsam wach werden. Weil da in Sonneberg wird es mit Sicherheit jetzt ein bisschen besser gehen. Zumindest den Deutschen. Ich kenne mich da nicht aus. Vielleicht du. Schreib mal in die Kommentare. Wie viele Illegale haben die da? Ich glaube nicht, dass sie bleiben dürfen. Na, meinst du, er schmeißt direkt ein paar Flüchtlinge raus? Nee. Illegal Zugewanderte. Nicht Flüchtlinge. Nicht die den Status haben. Die dürfen ja. Aber die Illegalen. Vielleicht werden die jetzt mal wieder nach Hause geschickt. Weil das geht doch nicht. Was geht nicht? Dass der Deutsche arbeiten geht, damit diese Leute durchgefüttert werden? Siehst du doch. Geht doch immer. Ja. Und übrigens. Wird das jetzt verboten? Die AfD, weil die sind ja so verfassungsfeindlich. Guck mal, da diese Laser, die andere Waffe, Phaser heißt die Chefin vom Verfassungsschutz da, ne? Ja, was die sich wieder leisten vom Verfassungsschutz. Guck mal, die AfD wurde 2013 gegründet. Und die hat auch einen rechten Flügel. Du, ne? Also rechten Flügel geht gar nicht, ne? Und dieser rechte Flügel ist immer und immer wieder vom Verfassungsschutz kontrolliert worden. Und es wurde nie etwas Verfassungswidriges festgestellt. Richtig, nie. Nie haben sie was festgestellt. Aber 2021 haben sie da mal wohl den Flügel aufgelöst, ne? Komm, Jungs, mit euch Rechten wollen wir wirklich nichts mehr zu tun haben. Wiedersehen. Den Flügel gibt's nicht mehr. Und jetzt, wo die Frau Faeser oder Laser oder Spackendoris, ich sehe die Chor, wie du sie nennen magst. Die hat dann ihrem Typ da vom Verfassungsschutz gesagt, wir müssen jetzt was gegen die AfD tun. Ja, und deswegen haben wir auf einmal 14.000 Rechtsextreme mehr in Deutschland. Weil sie die ganzen alten Mitglieder der AfD von dem rechten Flügel mitgezählt haben. Ja, aber den rechten Flügel, den gibt's ja gar nicht mehr seit 21. Jetzt haben wir doch 23. Also zählen die dann auf Sachen auf, die ja von früher waren. Richtig, Herr Knoll. Richtig. Die zählen Sachen auf von früher, damit wir ja auf 17.000 mehr Rechte kommen. Ne? Aber eigentlich haben wir 17.000 weniger Rechtsextreme in Deutschland. Weil, die greifen natürlich auf die alten AfD-Mitglieder zu.
Mächtig clever, mächtig geil. Die sind so. Einfach mal aus der Vergangenheit Kram, ne? Wo die noch nicht rechts waren und nicht verfassungswidrig, da war doch egal. Aber heute, um eine Statistik zu fälschen, brauchen wir die Jungs wieder. Geil, absolut geil. Ich könnte mich immer hier beömmeln, ne? Und ihr, der da draußen, die immer noch ARD und ZD doof guckt, ihr kriegt das ja gar nicht mit, weil die bringen das nicht. Da sagt euch keiner was drüber. Morgen die nicht. Ich weiß nicht, warum nicht. Die sind wahrscheinlich gekauft. In diesem Sinne, ich wollte gerade Prost sagen. Ne? Falsches Bündchen gegriffen. Ich bin schon am Feiern eine ganze Weile. Prost. Ich verstehe das nicht. Also wenn die jetzt wirklich versuchen, die AfD verbieten zu tun, dann ist ja wohl ganz klar, dass wir in einer Diktatur leben. In diesem Sinne, sauber bleiben.